Alors, la première fois que j'ai rencontré Monsieur Yüksel, en fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré. Il est arrivé ici en boutique et j'ai juste reçu un coup de fil. On doit faire une livraison pour quelqu'un de très important. Donc, du coup, j'ai fait la petite livraison. Et la deuxième fois, il est arrivé avec un traducteur dans la boutique. Et là, ça a été vraiment, je crois, une histoire d'amitié qui a commencé entre nous deux. C'est quelqu'un qui est très spontané. Et en fait, on ne s'attend pas du tout à le voir aussi terre à terre et aussi agréable. On est habitué, évidemment, à avoir beaucoup de clients chez nous qui achètent beaucoup. Mais il a vraiment un art très, très particulier. Il sait très, très bien ce qu'il veut. Il fait des achats très ciblés. Il veut le meilleur et que le meilleur. Donc, du coup, voilà, on s'apprécie beaucoup. Et au fil du temps, on développe une petite amitié. On ne sait plus parler vraiment de travail, je pense, avec lui. Ich kann mich nur bedanken bei Herrn Yüksel für seine Großzügigkeit und ich denke, dass ganz Düsseldorf das auch weiß, dass er sehr großzügig ist. Und ich finde also, er ist ein sehr angenehmer Mensch. Ich mag ihn sehr gern als Mensch, nicht nur als Kunden. Und deswegen auch ganz privat. Vielen Dank, Herr Yüksel. Herrn Yüksel haben wir vor circa einem Jahr kennengelernt als sehr netten, sehr intensiven Kunden und freuen uns jetzt seit wirklich mehr als einem Jahr, dass er regelmäßig uns hier in Düsseldorf besucht und sich wunderschöne Anzüge ausschaut. Als Mensch ist er sehr korrekt, sehr zielstrebig und sehr, sehr, sehr herzlich. Das ist so, was wir hier kennengelernt haben. Er versorgt uns mit leckeren kleinen Geschenken und ist ein sehr, sehr angenehmer Kunde. Ich habe Herrn Yüksel bei uns vor einem Jahr im Brioni Shop kennengelernt. Mein erstes Zusammentreffen mit Herrn Yüksel war sehr positiv. Also ich habe ihn als sehr netten und offenen Menschen kennengelernt. Ohne irgendwelche bestimmten Attitüde. Also der war wirklich bodenständig, obwohl man gesehen hat, der Herr ist schon irgendwie besonders. Also man sieht schon, dass er eine bestimmte Macht hat oder beziehungsweise eine bestimmte Position. Also ich habe noch nie so einen Kunden gehabt in der Richtung und wir sind alle sehr zufrieden und ich persönlich auch. Für mich ist das auch mittlerweile mehr als ein Kunde, also eher schon ein Freund oder wie so ein Onkel geworden. Ich verbringe auch sehr viel Zeit mit ihm auch außerhalb des Geschäfts, dass ich ihm die Sachen dann liefern lasse und er lädt mich auch immer zum Getränk oder zum Essen. Das ist schon sehr besonders, also schon sehr speziell. Also ich habe Herrn Yüksel kennengelernt hier im Geschäft vor einem Jahr. Daraus hat sich nicht nur eine tiefe geschäftliche Verbindung kristallisiert, sondern auch eine freundschaftliche, familiäre. Also auch meine Frau, wir sind oft bei ihm als Gast eingeladen und er kommt halt auch oft zu uns. Und wir haben noch nie einen solchen großzügigen und charakterlich lieben, wertvollen Menschen kennengelernt. Ich habe den Herrn Yüksel hier im Laden kennengelernt vor etwa einem Jahr. Er kam als Kunde rein und war die erste Begegnung. Immer sehr charmant, immer sehr elegant und Gentleman. Also Herr Yüksel ist eigentlich unser bester Kunde und da hat sich mittlerweile ja auch so eine Freundschaft entwickelt und wir sind immer sehr froh, wenn wir ihn sehen und begrüßen ihn dementsprechend auch. Und es ist eigentlich einer der unser liebsten Kunden. Ich
Ich habe Herrn Yüksel letztes Jahr, Anfang des Jahres, kennengelernt durch meinen Mann. Herr Yüksel ist sehr guter Kunde bei meinem Mann und so haben wir uns halt auch kennengelernt. Also unsere Beziehung zu Herrn Yüksel hat sich von einer Geschäftsbeziehung in eine ganz freundschaftliche, fast familiäre Beziehung entwickelt. Also Herr Yüksel ist ein sehr höflicher und sehr großzügiger Mensch, der immer freundlich ist und auch immer interessiert an, also an der Person. Auch, also wir haben zum Beispiel auch durch die sprachliche also Barriere, die gibt es eigentlich gar nicht, weil wir, ja, wir verstehen uns so gut, dass das im Grunde genommen auch keine Rolle spielt, dass man sich sprachlich gar nicht so versteht. Ich wünsche ihm wirklich nur das Beste, Gesundheit, Glück, dass er überall nette Leute trifft und überall ja, so willkommen aufgenommen wird wie hier bei uns. Den Yavuz habe ich vor einem Jahr im Februar kennengelernt. Er kommt fast jeden Tag, wenn er in Düsseldorf ist, und er ist quasi hier wie zu Hause. Und wir freuen uns natürlich immer. Ich habe Herr Yüksel letztes Jahr kennengelernt, hier bei uns im Geschäft. Und hat er bei uns Anzüge schon eingekauft. Und war er eine sehr angenehme Person und sehr nett. Und er hat auch oft bei uns eingekauft. Und ja, sehr, sehr nette Person, sehr guter Mensch ist er. Der ist nicht nur ein Kunde für uns, sondern auch ein Freund geworden. Und wenn er reinkommt, wir begrüßen uns ganz herzlich immer mit Umarmen und Küsschen. So wie eine Familienmitglied. Ja. Ich habe den Herrn Yüksel vor einem Jahr kennengelernt. Und inzwischen ist er nicht nur ein sehr, sehr guter Kunde, sondern auch ein sehr guter Freund geworden. Und ich hatte das Vergnügen, mit ihm seinen Geburtstag zu feiern, was sehr, sehr schön war und ein sehr, sehr tolles Erlebnis war. Und ansonsten sind wir immer sehr begeistert, wenn er uns besucht, auch wenn wir nur einen Kaffee mit ihm trinken. Also es ist immer sehr, sehr schön. Den Herr Yüksel haben wir hier im Laden kennengelernt. Der war sehr freundlich, sehr nett, sehr großzügig und sehr freundlich. Herr Yüksel ist wirklich einer der exklusivsten Kunden, die wir hier jetzt, also je hatten, sage ich mal so. Ja, wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass der bei uns im Laden gekommen ist, dass der bei uns eingekauft hat. Und wir haben die Ehre gehabt, Herrn Yüksel kennenzulernen. Das war für uns sehr schön. Also mich hat sehr viel berührt, das Fakt, dass er Sachen macht, ohne erstmal nichts zurückzuerwarten, und dass er so viel Gutes macht für die Welt, für die Personen, die halt nicht so glücklich sind oder wie uns waren. Hier im Geschäft, natürlich Maria ist die ansprechende Person für Herr Yüksel, ist auch gut so, finde ich. Sie haben ein sehr gutes Verhältnis und es ist schön zu sehen, dass es gibt noch Leute hier in der Welt, das
Wert geben an Menschen und nicht an materielle Dinge. Und das finde ich halt sehr schön. Okay, ich habe den Jabo voriges Jahr kennenlernen dürfen. Gott sei Dank, es ist eine ganz liebe, nette, herzliche Person. Also ich bin froh, dass ich die Ehre hatte, wirklich ihn kennenzulernen. Es ist immer eine Freude, wenn er reinkommt. Ein Sonnenschein. Beziehungen, wissen Sie, der kam ja rein und da war direkt diese Sympathie da. Das hat man ja nicht immer bei Menschen. Aber bei ihm war das wirklich so, dass das eine ganz normale, natürliche Sympathie da war. Und das ist im Laufe der Zeit größer geworden. Und also ist bei mir im Herzen, hat er einen Platz drin, das man ganz selten in diesem Leben hat. Weil Herr Jabosch ist wirklich eine ganz liebe, netter, herzliche Person für mich. Ich kann nur von mir aus reden. Ne? Also ist schon toll. Und ich würde sagen, also nicht wie familiär, aber schon intim so halt. Ne? Weil er fragt auch, wie geht's dir? Also es geht schon ein bisschen in eine persönliche Mitteilung von Herr Jabosch, dass er sich wirklich auch für die Menschen interessiert. Er merkt auch direkt, geht's ja gut, geht ja nicht gut, dann fragt er auch direkt, nicht gut. Doch, gut, gut. Aber Herr Jabosch ist wirklich eine Person, die auch direkt spürt, ne, dass da irgendwie was nicht stimmt. Herrn Yüksel habe ich vor etwa anderthalb Jahren kennengelernt. Recht angenehm, aber auch super neu. Diese Bekanntschaft kennen wir hier im Geschäft nicht. Es ist nicht üblich. Er war unglaublich herzlich, hat sehr schnell Artikel ausgesucht und wir hatten rasch einen schnell hohen Umsatz, aber er ist wirklich mit einem Lächeln wieder raus und hat uns allen einen Eindruck hinterlassen, einen positiven Eindruck hinterlassen. Ich kenne Herrn Yüksel seit circa anderthalb Jahren. Er machte einen sehr guten Eindruck, Top-Manager mit sehr korrekten Manieren, toll angezogen. Und es war positiv, das Gespräch. Ich mag ihn sehr gern. Er sagt mir immer, dass er mich sehr sympathisch findet, was mich sehr stolz macht und ehrt. Und nachdem ich wusste, wer Herr Yüksel ist, das wusste ich ja vorher nicht, was für ein wichtiger Mann er wohl in der Türkei ist und in Europa, ist meine Anerkennung für ihn noch größer. Der ursprüngliche Kontakt war mit unserem Juniorchef Ernst Seestermann. Das war Ende letzten Jahres und er war dann verreist. Und somit habe ich ihn vor einigen Wochen kennengelernt. Er ist als sehr charmanter Mann, sehr willensstark. Er weiß genau, was er will, aber sehr herzlich, warmherzig und sehr charmant. Ich denke, das ist ein herzliches und auch freundschaftliches Verhältnis zu unserem Hause geworden, wenn ich das so sagen darf.
Herrn Yüksel habe ich hier in diesem Zigarrengeschäft kennengelernt und der hat sich für unsere Dupont-Feuerzeuge interessiert. Wir sind Europas größter Händler, was Dupont betrifft und vor allem für Sammlerstücke. Ja, und so hat sich das aufgebaut. Ich kann sagen, wir haben ja weltweit Sammler, aber so einen Herrn Yüksel und vor allem so einen angenehmen Person habe ich noch nie kennengelernt. Ich glaube auch nicht, dass wir so eine Person noch mal kennenlernen werden. Ist einfach angenehm, mit ihm zu sprechen. Der ist sehr höflich, sehr nett und der hat Stil. Sehr netter, freundlicher, höflicher Mensch, wirklich, muss ich sagen. Wobei ich eben halt weniger mit ihm zu tun hatte wie meine Mitarbeiterin, die Frau Ase. Sie ruft ihn auch an, wenn wir neue Sachen da haben und schickt ihm Bilder und ich glaube, darüber freut sich auch Herr Ase sehr gerne. Yüksel kam eigentlich als Kunde zu uns, dementsprechend haben wir allein schon für seinen Auftritt, waren wir schon beeindruckt, wie er reingekommen war. Wir sind einfach langsam im Gespräch gekommen, wir haben halt Hintergründe, dass wir noch Türkisch sprechen können und so haben wir uns einfach kennengelernt, näher gekommen und seitdem kennen wir ihn einfach. Herr Yüksel ist für uns kein Kunde. Er ist Teil der Familie. Immer wenn er da ist, wir freuen uns alle. Er hat einen sehr starken Charakter, so dass uns alle sehr beeindruckt. Also, er ist sehr großzügig. Er ist sehr, sehr freundlich, er ist sehr zuvorkommend. Er ist, sag ich mal, ein extrem starker Charakter, der ist absolut nicht ängstlich, der ist mutig und wirklich, der ist auch sehr kinderfreundlich. Wir haben ein kleines Kind und er ist auch mittlerweile der Patenonkel oder Patenvater von meinem Sohn. Und wir würden natürlich niemals einen Menschen, den wir nicht an unser Herz angeschlossen haben, als Patenvater ja benennen. Also deswegen, wir mögen ihn sehr und wir hoffen natürlich, dass die Freundschaft mit ihm auch immer lange Jahre hält. Wir sind froh, ihn zu kennen und dann ich wünsche auch ihm alles Gute und auch ich hoffe, dass er auch bald nochmal nach Düsseldorf kommt und uns zu besuchen. Wir wünschen natürlich Herr Yüksel alles Gute für die Zukunft, egal was er macht, viel Erfolg bei seiner Arbeit, auch viel Gesundheit für sein Leben. Und dass er uns natürlich immer in Düsseldorf besucht. Wie gesagt, er ist Teil der Familie. Wir freuen uns immer, wenn er da ist. Und das Beste für die Zukunft.
Wir haben ihn mal zufälligerweise im Restaurant getroffen und hatten gedacht, das ist jemand mit einer Persönlichkeit, mit einer hochinteressanten Ausstrahlung. Ja, und da kam dann der Kontakt zustande. Also er ist schon ein sehr außergewöhnlicher Kunde, ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Und es ist immer eine Freude, mit ihm Zeit zu verbringen, ob das jetzt im Restaurant im Hyatt ist oder bei Schalke oder einfach so bei einem Café. Es ist immer eine besonders, ja, sehr wertvolle Zeit. Wobei man natürlich abwarten muss, ob aus dem Freund Jawohl Yüksel auch tatsächlich ein Kunde Jawohl Yüksel wird, aber das ist für uns zweitrangig. Derzeit sehen wir ihn als Freund und wenn irgendwann wirtschaftlich Messbares dabei rumkommt, dann ist das sehr schön, aber es hat keine oberste Priorität. Herr Yüksel habe ich draußen vor meinem Geschäft kennengelernt. Er war bei Brioni und weil wir könnten dieselbe Sprache, wir kommen von selben Ecke von Anatolien, wir haben gesprochen und ich habe gemerkt, sehr, sehr nette Personalität, sehr, sehr nette Person und ja, vor meinem Geschäft haben wir uns kennengelernt und ich glaube, er braucht eigentlich gar nichts zu kaufen, nur zu mir nett zu sein, er hat ein paar Sachen bestellt sofort. Und also muss ich ehrlich sagen, so eine nette, großzügige, freundliche Person habe ich noch in meinem Leben noch nicht gesehen. Also mittlerweile im Moment, wir sind, also er ist nicht so wie Kunde zu mir, wir sind so wie Freund. Wir gehen auch zusammen essen ab und zu und ja, also sehr, sehr nett, muss ich sagen. Herr Yüksel, sehr großzügig. Lebenswert, er ist sehr, sehr nett für seine Position, wenn Sie mit seiner Position vergleichen, er ist sehr, sehr bescheiden. Also so eine Person mit jeder könnte nicht so einfach Freund sein, aber das kommt von Herzen, er ist sehr herzlich, also perfekt, so wie ein Freund für mich. Ja? Keine Kunde, kaufen, nicht kaufen, das ist für mich egal, wirklich. Aber Hauptsache, wir haben so eine Person kennengelernt. Er sagt immer, wenn Sie kommen nach Türkei, Istanbul, immer besuchen, kommen Sie meine Besuch sein. Und so, wir haben sogar hier zusammen gegessen einmal. Also, es ist fantastisch. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Jahus, happy birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, vielen Dank. Und wir haben Herrn Yüksel 2014 beim VIP-Service das erste Mal in Empfang genommen und seitdem ist er Stammgast in unserem Hause, sowohl bei Abflug als auch bei Ankunft. Aufgrund der Tatsache, dass der Herr Yüksel Stammkunde bei uns ist, sind natürlich dann die Beziehungen auch sehr intensiv, sehr eng. Das heißt, er kontaktiert uns dementsprechend immer, wenn er in Düsseldorf ankommt oder abfliegt. Und aus dem Grund, schätze ich mal, begrüßen wir Herrn Yüksel im Jahr so 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Herr Yüksel ist wirklich einzigartig in seiner Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er hier auftritt. Als Geschäftsmann, als Kunde, also ein sehr, sehr angenehmer Gast. Jawohl Yüksel ist ein langjähriger, guter Gast hier bei uns und ich glaube, er liebt die Stadt Düsseldorf, er liebt den Hafen, er wohnt immer im Hyatt, er liebt die Einkaufsmeile Königsallee und von daher hält sich Herr Yüksel auch häufig im Jahr hier in Düsseldorf auf. Ich denke mal, dass wir hier als Flughafen und als VIP-Bereich nicht die einzige Motivation sind für Herrn Yüksel, hier nach Düsseldorf zu kommen. Ich denke, er hat auch in der Region geschäftlich zu tun und er pflegt auch seine Kontakte sehr. Wir bekommen auch regelmäßig Post von ihm und wo er sich über den tollen Service, den er hier erfahren hat, bedankt und das auch in seinem Heimatland in der Türkei jedem erzählt, der es hören möchte. Und das macht uns natürlich auch ein wenig stolz. Ja, ich meine, der Name bleibt auch im Hirn haften, weil normalerweise kommen Gäste
mit gleich vielen Gepäckstücken an und fliegen auch mit diesen wieder ab. Aber bei Herrn Yüksel ist das ein bisschen anders. Er kommt meistens mit zwei Gepäckstücken hier nach Düsseldorf und wenn es dann wieder nach Hause geht in die Türkei, zählen wir zwischen 40 und 50 Gepäckstücke. Und das zeigt natürlich auch ein wenig, was seine Hauptaktivität hier in Düsseldorf darstellt. Ich habe ihm drückte 10 Jahre. Er wollte was kaufen, dann er brach Schneider, ich bin hingegangen, wir haben uns kennengelernt. Ja, erster Eindruck ist genau wie genau andere Menschen, wie genau andere Kunden. Kunde ist Königs, wir haben ihn bedient, dann er hat wieder immer was gekauft, immer was Neues gekauft. Der Kauf ja sehr gute Sachen, für ihn wichtig ist Qualität. Ich habe ihn erstes Mal bei Probe gesehen, von Weitem. Er war ernst, wenn man so guckt, kriegt man ein bisschen auch Angst. Habe ich so Gefühl gehabt, aber wir haben uns nachher kennengelernt, er hat mich bekannt gemacht, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Er spricht ganz gut, er erzählt auch ganz gut, man kann mit ihm auch gut lachen. Er war ja überall im ganzen Welt, daher kann er auch ganz gut vieles erzählen. Aber erstes Moment, da hat man ein ziemlich ernstes Mensch. Aber nachher, dann, wenn man ihn ein bisschen spricht, dann fühlt man wie ein Zuckerwatte. Es ist so weich. Normalerweise bei dem ersten Mal denkt man nicht so, aber nachher, wir sind gute Freunde geworden. Wir haben auch privat getroffen, gegessen, er war auch bei uns. Er hat unsere Kinder kennengelernt, er hat auch mit dem unterhalten. Finde ich, er ist ein guter Mensch. Also ich habe so einen Kunde, also ich habe noch nie kennengelernt, ob Deutsch oder andere Länder, so viel Kauf, so gute Sachen gekauft. Der ist ja auch sehr gut, immer, jeden Tag wie Stadtpräsident angezogen, echt. Jeden Tag elegant, jeden Tag frisch, jeden Tag anderer Anzug. Er ist freundlich, er ist großzügig. Ich war einmal mit ihm einkaufen, da waren Kinder. Er hat bei den Teddybärs gekauft, weitergegeben, und die Verkäuferin war erstaunt. Sie hat so geguckt, aber er ist so. Er kauft für sich, aber für die anderen Leute macht er auch glücklich. Gar nicht kennen andere Menschen. Ja, natürlich kennen wir die Leute nicht. Die waren auch ganz normal zum Einkaufen da. Er hat die Kinder gesehen. Er nimmt, gibt weiter. Das sieht man nicht. Yaklaşık 2 yıldır tanıdığım Sayın Yavuz Yüksel, sevgili Yavuz abi. Senin bu yardımsever kişiliğin insanlara olan insani yaklaşımından dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Türk adetlerinde bir laf vardır, tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Sen de hem tatlı
ikram ediyorsun hem de tatlı dilinle insanların gönlünü fethediyorsun. Allah senden 1000 kere razı olsun. Yardımsever kişiliğinden dolayı sana minnettarız. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Allah senin işini gücünü rast getirsin. Seni çok seviyoruz Yavuz abi. Ich habe Herr Yüksel vor 2 Jahren kennengelernt. Seitdem besucht er unser Haus und wir mögen ihn sehr. Er ist ein ganz, ganz toller Mann, ein toller Geschäftsmann, aber auch ein sehr, sehr guter Mensch zugleich. Er tut sehr vieles für andere Menschen, die was nötig haben im Leben oder die Hilfe benötigen. Und er ist ein sehr charaktervoller Mensch und ich liebe ihn persönlich sehr und habe ihm auch den Namen Bobo John gegeben. So nenne ich ihn und seither haben wir eine sehr enge Verbindung zueinander und mögen uns unheimlich und ich freue mich, dass ich ihn kennengelernt habe in meinem Leben und dass er ein Teil von meinem Leben mittlerweile ist. Ich habe den Herrn Yüksel vor etwa 3 Wochen zum ersten Mal kennengelernt. Ich bin Sängerin und er war als Gast bei einem unserer Auftritte und so haben wir uns kennengelernt. Herr Yüksel ist ein sehr positiver Mensch, er hat ein sehr großes Herz, sehr freundlich, sehr nett. Es ist ein Vergnügen, mit ihm Zeit zu verbringen. Großes Herz, freundlich, sehr positiv, nett. Durch und durch ein Mensch, mit dem man sich wohlfühlt. Yavuz abi 2 yıl önce tanıştık. Kişilik olarak yüksek insanlık vasıflarına sahip, çok iyi eğitimli, iyiliksever, özellikle yaşlı insanlar, yardıma muhtaç çocuklar, hasta insanlar, elinden gelen her türlü yardım yapar ve bu konularda çok hassastır. Yavuz abi çok iyi eğitimli, iyi aile terbiyesi almış bir insan. Ayrıca aşiret adamıdır, Anadolu insanıdır. Mert, yalnız dediğim dedik, ilkeli bir insandır. Çok seviyoruz ailece kendisini. Bu kadar. Thank you.
Yavuz Bey'le bundan 6 ay önce şarkı söylediğim bir mekanda tanıştık. Benden bir istekte bulunmuştu ve iş bitiminde kendisiyle birkaç dakika sohbet etme şansımız oldu. Sonra tekrar benim çıktığım yere geldiler bir arkadaşıyla birlikte. Ortak arkadaşlarımız zaten çok fazla var. Bu şekilde dostluğumuz ilerledi. Kendisi nasıl tanırım? Bizim Türklerde bir tabir vardır, babacan. Ben kendisini tam bir babacan olarak tanıyorum. Sadece dört dörtlük bir adam diyebilirim. Ich habe ihn ungefähr vor 3 Wochen kennengelernt. Er besuchte mich in meinem Live-Music-Club in Saga. Für mich ist Yavuz Yüksel freundlich, Sympathie, super netter Mann. Yavuz Bey'le biz burada tanıştık. Misafirimiz oldu bir dostumuz aracılığıyla. Çok güzel bir tanışıklık oldu ve çok memnun kaldım. Yavuz Bey'le biz arkadaş olarak görüşmekteyiz. Daha doğrusu o da Yavuz Bey dememi istemiyor, Yavuz abi dememi istiyor. Yavuz abimiz kendisi. Arkadaş konumundayız şu an için ve arkadaşça, dostça, bir abi kardeşçe görüşüyoruz. Yavuz Bey çok net, düzgün, gerçekten iş adamlığına yakışan bir tip. Gerçekten güzel, düzgün bir iş adamı. Oturmasıyla, giyimiyle, konuşmasıyla, yaptığı işlerle her yönden kendine yakışan bir insan. Bir Türk iş adamı olarak ben ondan gurur duyuyorum. Gerçekten çok değerli bir insan. Yavuz Bey için ona çok uzun ömürler diliyorum. Allah ona çok uzun ömürler versin ve çok büyük daha başarılı, daha büyük işler diliyorum. Çünkü daha büyük işler yaptıkça birçok insan onunla çalışıyor, birçok insan onunla iş yapacak. Türkiye'de, Avrupa'da herkes birçok iş alanında faydalanacak. Yavuz Bey'e büyük başarılar diliyorum. Zaten başarılı bir insan, daha da çok başarılar diliyorum. Herrn Yüksel durften wir kennenlernen bei einem Fotoauftrag und er war so damit zufrieden, dass wir danach ihn medial begleiten durften, bei ganz vielen Terminen, über ihn einen Film drehen durften. Und da konnten wir auch sehen, wie nett, wie freundlich, wie angenehm Herr Yüksel sich nicht nur mit seinen Kollegen, sondern auch mit seinen Kunden, mit den Mitarbeitern der Geschäfte, mit den Menschen sich verhält. Also für uns kann man sagen, er ist ein sehr angenehmer, sehr freundlicher, sehr großzügiger Mensch, er weiß genau, was er will. Er kann ganz dezidiert seine Ziele sagen und verfolgt sie dann auch, aber immer mit einer gewissen Nonchalance, mit einem Esprit, mit einem kosmopolitischen Standing. Für uns war es eine sehr herausfordernde Aufgabe, aber gleichzeitig eine große Ehre, ihn als den Menschen darzustellen, der er ist und der auch gerne sein möchte. I was introduced to Mr. Yüksel nearly 5 years ago in Münster at a dinner by coincidence, and we had a small conversation. After a very short period of time, he offered me to quit my job as a prosecutor and work for his company. I was very surprised, and we went on talking. After that, I went up to my room, and ich habe ihn noch in der gleichen Nacht angerufen, obwohl ich Zeit bis zum nächsten Morgen gehabt hätte, und ihm gesagt, dass ich sein Angebot annehme. Das war für jemanden, der in Deutschland aufgewachsen ist, eine völlig irrationale Entscheidung, die aber nicht mit dem Gehirn getroffen wurde, sondern komplett mit dem Herzen. Der Grund dafür war, weil ich gesehen habe, dass auch er aus dem Herzen gesprochen hat. Yavuz Bey, benim hem beyim, hem patronum, hem de çok sevdiğim abim.
hayatımda tanıdığım en mert, en cesur, en yürekli ve en keskin insan. Örneğin siz bir toplantıya 2 ay hazırlık yaparsınız. Milyon dolarlık bir iştir. Gidersiniz o toplantıya. Karşı tarafın temsilcisi sizi karşılarken yanlış bir kelime bile söylese o toplantı o arada biter. Ve biz orayı terk ederiz. Ve Yavuz Bey de orayı terk ederken onlara ne kadar aptal ve gerizekalı olduklarını söylemeyi ihmal etmez. Ve bunu yaparken de her zaman haklıdır. Aynı anda benim tanıdığım en cömert, merhametli, sevgi ve yürek dolu insan. İnsan kelimesini burada tamamen büyük harflerle yazmak gerekir. Ben eminim Tanrı bütün yaratıklarından gurur duyuyordur ama onu yarattığı için biraz daha fazla gurur duyuyordur. Çünkü o tek, onun gibisi yok. Olmadı, olamaz, olmayacak. Ben onu çok seviyorum. Eğer onun ömrü bir gün uzayacaksa benim canım feda olsun. Çünkü o bir günde insanların ömür boyu insanlık için yapamayacağı katkıları yapar. O yüzden diyorum ki abime Allah yardımcın, yolunda açık olsun.